das Für und Wider Impfen nicht eher eine wissenschaftliche Evidenzfrage oder eine Moralfrage? Es ist hier eine Moralfrage, weil ich muss ja quasi die körperliche Unversehrtheit, die muss ich angreifen, um einen anderen Menschen oder vielleicht den Menschen selbst zu schützen. Und somit geht es schon also um Grundrechte. Hier werden Grundrechte gegeneinander abgewogen und dann kommt typischerweise, wenn es also diese Dimension hat, die gesamte Bevölkerung, dann kommt schon die ethische Frage hoch.